Johanna, gemeinhin die Jungfrau genannt, wird schuldig erklärt als Hexe und Zauberin, Wahrsagerin und falsche Prophetin, die böse Geister beschwört und mit ihnen im Bunde ist, als abergläubisch, die schwarze Kunst betreibend, an vielen Glaubensartikeln zweifelnd, als Lästerin Gottes und seiner Heiligen, ärgerniserregend, als Kriegshetzerin, die grausam nach Menschenblut dürstet und zu seinem Vergießen anspornt, die Ehrbarkeit und Schicklichkeit ihres Geschlechts verletzend und unehrerbietig und unpassend, Kleid und Beruf der Krieger annehmend, weswegen sie vor Gott und den Menschen verabscheuungswürdig ist, als Verräterin göttlicher und natürlicher Ordnung, als Verführerin von Volk und Fürsten zur Schmähung Gottes, die es zulässt, dass man sie verehrt und anbetet und ihre Hände und Gewänder küsst, die sich göttliche Verehrung und göttlichen Kult anmaßt, als ketzerisch oder wenigstens der Ketzerei äußerst verdächtig, weswegen sie rechtsgültig bestraft und gebessert werden sollen.